Gut, gut, gut. Gott, wie sensibel das jetzt ist. Ich komme immer näher zur Fee. Jedenfalls wird ihr Sound immer lauter. So. Oh. So, das reicht heute irgendwie, oder? Klar. Oh Gott, jetzt diese Ultra-Speed-Fee. Was? Da ist sie voll drauf, ey, auf dem Bild. Ist voll... Nö, zählt, nee. So, wenn sie hier vorhin war, hier war sie ganz ruhig eben gerade. Ob sie mir mal den Gefallen tut, die nochmal herkommt? Okay, Dankeschön für deinen zweijährlichen Sub. Dankeschön. 2 Jahre schon Support. Vielen, vielen Dank dafür. Dieses Foto widme ich dir. Nein! So, der Wiesn kriegt gleich wieder alles aufgefüllt, wenn wir das hier schaffen sollten. Mann, soll da reinfliegen? Komm schon, flieg da rein. Flieg genau in meine Latichte, los. Ja! Yeah! Ey, sind schon fast alle Feen, oder nicht? Fast aber auch nur. So. Hups. Ich glaube, es fehlen noch 3 Feen. Weil dann habe ich halt, dann hätte ich halt 40 Kristallkokosnüsse, weil die werden ja immer mehr. So, wer fehlen, man fotografiert. Eine fehlt noch hier, dann fehlen noch 2 woanders. Ja, passt ja auch. In der letzten Showdown-Level fehlt ja noch was. So, jetzt schnell zu Chunky. So, jetzt Chunky den auch noch schnell erledigen da drinnen. Und dann gehen wir nochmal zu Diddy, mit Diddy in die Gruft da. Da sind auch nochmal für alle viele Bananen da. So, wo ist die letzte Fee? Ich glaube, die zeigt sich aber auch noch. Du musst ja noch in die Olle-Bücherei da oben rein, aber da kann ich mir ja nicht mehr so vorstellen, dass da so viel ist, weil wir haben schon richtig viel, obwohl wir nur außen rumrennen und in die Grüfte erstmal gehen. Oh. Chunky, nicht hier das Stöhnen an die Böden. So. So, Chunky muss wieder ein bisschen brutaler werden. Ich bin Chunky! So. Ach ja, hier muss ich ja leise sein. Stimmt ja. Richtig geil. Hier muss ich ja ultra... Na komm, flieg rein. Oh Gott. Was ist mit dem Ballon hier los, Alter? Verarsch einen voll. Aber kann ich nicht eigentlich zoomen, sag mal? Ich hab doch den Zoom, oder nicht? Alter. Okay. So, was ist denn das jetzt schon wieder? Welcome to Bonus Stage. Es geht los, Leute. Alle Mann anschnallen. Biber Butzemann. Ich muss halt echt gucken. Boah, wie wenig hier auch spawnen, Alter, ganz im Ernst. Alter, das ist doch unschaffbar. Oh mein Gott. Wie er einfach nicht reingeht, er fällt da nicht rein. Vielleicht doch einfach alle einzeln so ein bisschen zusammentreiben.
Naja, 5. Mal gucken. Nochmal. Ja, wir gucken mal. Wir probieren mal ein bisschen was aus, ne? Bonus Stage. Ne, komm, du Biba Butzemanns Bonus Stage. Ich raste voll Blatt hier aus. Und die Zeit, ey, wie die immer. Die Zeit, wie die gnadenlos tickt. Und das ist doch immer so blöd, dass das voll fies ist, dass man warten muss, bis die alle nachspawnen. Come on. Noch nicht mal die Hälfte. Die Hälfte jetzt hatte ich schon oben. Ja, aber das hat jetzt nicht da festgebackt, oder was? Ey, dieses Spiel ist echt ultra kacke. Wie die da einfach nicht reinrennen. Tja Leute, das wird jetzt dauern. Und davon gibt's noch mal ein Spiel. In der Welt hier. Da muss man bestimmt 20 schaffen. In 30 Sekunden. Ey, wonach funktioniert das? Das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Es funktioniert mega random. Es kommt einem so random alles vor. Du hast keine Kontrolle drüber, kannst es voll vergessen. Dann bei dem ersten Biber Butzemann so eigentlich ganz gut geklappt, Alter. So, komm, du musst hier weg. Geh weg, geh weg, 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 weg. Los in die Mitte da. Einer ist reingeplupst. Ey, du hast leider etwas zu wenig Zeit einfach, ne? Du hast zu wenig Zeit. Oh Mann, es wird wieder Hate geben. Das ist wirklich. Es ist so scheiße, Alter. Aber du hast zu wenig Zeit einfach. Warum hat man nur so wenig Zeit? Die rennen manchmal einfach so rein, manchmal aber nicht. Hier zum Beispiel, der rennt da schon die ganze Zeit in die Richtung. Da ist einfach eine unsichtbare Wand, die ihn erstmal irgendwie noch schützt. Keine Ahnung, wie man die unsichtbare Wand da bricht. Ey, der dritte der Zeit ist gleich wieder, ist jetzt oben. Was ist denn da die Taktik für, Leute? Ich weiß es nicht. Habt ihr irgendeinen Tipp? Was haben sich denn die Game Designer dabei gedacht, so ein Spiel zu machen? Du hast zu wenig Zeit, das ist richtig kacke. Dafür, dass du hier so komische RNG-Dinger hier oder so Randomness hast, wie die reagieren auf deine Angst. Jetzt ist er einfach reingerannt. Der rennt jetzt hier nicht einfach rein. Der ist auch einfach reingerannt. Der ist auch einfach reingerannt. Auf einmal funktioniert's. Wisst ihr, das ist so dumm. Man versteht nicht, warum es mal funktioniert und mal nicht. Man versteht es nicht durch das eigentliche Spielen. Man muss ja sagen, ne? Das ist ja das Gute, du brauchst das ja nicht spielen, um das Spiel durchzuspielen. Das ist ja bloß für die Trottel, die 100% wollen, so wie ich. Wir rennt wieder nicht rein. Ich verstehe das nicht. Wie sieht denn das aus bei so. Wie sieht denn so ein Speedrun aus bei dem Scheiß hier? Die müssen doch eine Taktik haben. Die Speedrunner, die 100% Speedrunner natürlich. Der ist einfach so gerade reingerannt. Von alleine. Mann! Nochmal. Welcome to Bonus Stage. Wir müssen einfach Glück haben. Hi, Nerdstapets. Wir müssen einfach Luck haben.
Ob die richtig reinrennen. Guck, der bleibt da wieder stehen. Keine Ahnung wieso. Der bleibt da auch davor stehen. Keine Ahnung wieso. Der bleibt da richtig voll stehen. Das ist so dumm. Ich verstehe es nicht. Warum ist denn der in der Lage, da nicht reinzufallen? Das Spiel ist echt ultra schlecht, ey. Alles, weil man es halt nicht versteht. Du sagst, ja, mach das, damit das passiert. Ja, ich mach's und das passiert aber nicht. Das, was passieren soll, was Squawks mir erzählt hat. Squawks ist hier der Böse. Oh, meine, das backen die sich auch noch so fest. Hallo. Kann man irgendwie was mit Springen ändern? Ich glaube auch nicht. Ja, was soll ich dazu groß noch sagen, ne? Ich kann ja nichts zu sagen. Ja, manchmal sind die auch mega schnell irgendwie. Fällt nicht rein. Er fällt nicht rein. Weil die dumm ist, man kann die auch nicht schubsen. Man kann die nicht schubsen. Wenn man die berührt, macht er die nicht aus. Wartet mal. Ich glaube, ich habe gerade was gecheckt. Mit jedem Schnapper ändern die Richtung. Mann, was macht der denn da? Keine Ahnung. Doch nicht gecheckt, wie gesagt. Ich dachte, wir wollen mit jedem, dass man vielleicht die Schnappangriffe ein bisschen dosierter machen muss. Nee, Trick. Dankeschön für deinen Resub. Vielen, vielen Dank. Ey, wenn die in der Ecke rum ist, ist auch so mies einfach. Schon. Naja, es ist komplett egal. Ich mache einfach wieder so, es ist komplett random. Ritter, ihr Säcke! Mann! Ey, wir müssen ja nach nochmal. Es kommt nochmal so ein Spiel. Ja. Mann, geh doch mal da rein! Oh Mann, ey. Er geht da einfach nicht rein. Er geht da nicht. Die gehen da nicht rein. Jetzt aus irgendeinem Grund. Ich war voll weit weg. Ja, oh, scheiße. Das Spiel ist kacke. Naja. Leute, erzählt mal was. Habt ihr was zu erzählen? Das Spiel ist kacke. Da müssen wir jetzt durch. Wenn man sagt 100%, ich mach das doch alles nur für euch. Ihr habt gesagt, Marcel. Donkey Kong 64 Replay, bitte! Wir wissen, was auf die zukommt, aber bitte mach's trotzdem! Ihr habt nicht gesagt, bitte überspringen die negativen Parts, nein! Das habt ihr nicht gesagt, deswegen. Sind jetzt alle durch. Die Hälfte ist down und ich habe gerade mal 4 reinbekommen. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. Jetzt ist er. Manchmal geht's aus den dümmsten Gründen. Er ist perfekt reingerannt! Ich hab nichts anders gemacht. Er ist auch wieder perfekt reingerannt. Die sind einfach manchmal buggy. Ist das nicht schon die schwierigste Variante? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Sehr schön. Ich weiß auch, wie Marcel im ersten Let's Play fast einen Herzinfarkt gekriegt hat, als er gemerkt hat, dass das Spiel zweimal in der Welt gibt. Ja, da bin ich bestimmt ausgerastet. Oh, das war schon mal ein guter Start, guter Start. 2 in der ersten 10 Sekunden, 3 in den ersten 10 Sekunden. Holy shit! Ey, wir könnten es jetzt echt schaffen. Oh shit, komm schon, RNG soll einfach richtig nett.
Oh, Scheiße, jetzt los, Alter! Was ist los, Alter? Ich hab auf einmal Lack! Ich mach nichts anders! Es ist einfach dummes Lack! Komm schon. Hälfte der Zeit, ich hab die Hälfte drin. Ey, komm jetzt schon, ne? Ey, komm schon. Warum ist denn jetzt? Nein! Zack! Ey, wäre der eine da jetzt einfach reingegangen? Der davor. Dankeschön, Nodin, für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. 2 Jahre schon Support. Dankeschön. Ey, wäre jetzt der eine da vorletzte reingereist geschafft, ne? Ja, keine Ahnung. Das war gerade voll Lack. Was soll ich jetzt machen? In den ersten 10 Sekunden sind 5, die 3 Stück reingefallen. In den ersten 5 Sekunden. In den ersten 10 Sekunden. Ja, jetzt. Keiner. Das ist so scheiße. In den ersten 20 Sekunden. Keiner. Ja, komm, kann ich schon wieder vergessen. Komm, normal. Welcome to Bonus Stage. Ey, man hat ja nichts gegen anspruchsvolle Minigames, ne? Aber das müsste ja aber auch funktionieren. Und nicht irgendwie. Weil. Wie soll ich, weiß nicht, was ich hier mache. Es klappt mal, mal klappt's nicht. Die bleiben immer davor stehen! Wann? Bleiben die davor stehen. Mal rennen sie rein, wie der jetzt, oder der ist reingefallen. Aber mal bleiben die einfach echt, einfach schlichtweg davor stehen. Und ein anderes Mal, dieselbe Situation, rennen die einfach ins Loch. Und ich verstehe das doch nicht, Mann. Das versteht keiner. Das Spiel ist einfach kacke. Es. Aufgeben, Marcel. Ja, ich hab nur schon wieder aufgeben zu tun. Ich muss einfach warten, bis ich Glück hab. Ich geh jetzt mal in eine andere Richtung. So. Das kann ich noch ändern. Ich kann in die andere Richtung rennen. Am Anfang. Vor allem, die haben ja auch so schon vor mir Angst. Alter, 3 in den ersten 10 Sekunden. Shit. Warte. Oh, wir sind gut dabei. Ist das scheiße. Dann bleibt man an den Ding aber noch festhängen und so. Kann ich nicht einfach ins Loch reinziehen oder sowas? Das wäre so cool. Wie gesagt, manchmal fallen die einfach so rein. Warum wird es eigentlich immer in den letzten Sekunden immer noch so komisch spannend, ey? Mann, nicht am Hintern kleben bleiben. Oh Mann, ey. Marcel hat Biber Butzermann um 2020 gestartet. Es ist 2034. Ja, das wird auch. Die auf YouTube, die das nachgucken, die wird das richtig freuen. Ich meine, eigentlich haben sie es kommen sehen, aber. Da werden bestimmt wieder Leute rummeckern. Marcel. Hättest du nicht irgendwie. Anders machen können? Die hätten ein Spiel anders designen können. Wir wissen damit. Ruf doch mal bei Wear an. Ey, mein Lieblings-YouTuber musste, hat voll den langen Part gehabt, nur wegen dem Scheiße hier, war voll lang bei den Entwicklern, das ist eure Schuld, was soll denn das? Das macht keiner! Immer der Endnutzer ist der Arsch, ihr Arsch, oder was? Aber Leute, ist das wirklich schon die schwierigste Variante? Ich glaube halt echt mit Lanky da oben ist nochmal so was, aber da sind es da bloß 10? Oder so, oder nur 12 oder so was? 12. Ja, das so. Es klappt einfach nicht. Es funktioniert nicht. Okay, ich rufe da jetzt an. Tu es, Weiler. Das andere ist entweder gleich schwer oder leichter. 15 ist Maximum. Okay, danke, Chris.
Danke fürs Bescheid geben. Und Leute, hat da irgendwie einer eine Taktik? Sollte da irgendwie eine Taktik geben? Das Geheimnis irgendwie? Nee. Von wieder. Er rennt da einfach nicht rein. Er rennt nicht rein. Andermal rennt er da rein. Da, der ist einfach rein gerannt. Ich war ja nicht mehr da. Der ist einfach rein gerannt, der Ene. So, der ist perfekt rein. Der ist reingeflutscht. Reingeflutscht, reingeflutscht. Mann! Ich muss gleich hier die Wii U Safe Games, Alter. Ey, wir haben schon mal in den ersten 10 Sekunden 3 Stück drin gehabt. Jetzt wieder. Guckt euch das an! Guckt euch das an, er geht nicht rein! Er geht nicht rein! Das ist so scheiße! Der flutscht einfach so rein. Ey. Ich verstehe es. Es macht keinen Sinn. Es funktioniert einfach nicht. Der ist einfach so reingefallen. Der hat nicht mal ins Loch geguckt. Der ist einfach runtergeplumpst. Ah. Der fällt Uli rein. Ich beiße doch die ganze. Das heißt, wenn man beißt, dann bewegen die sich. Warum bewegt er sich nicht, wenn er genau vorm Loch steht und ich beiße? Eisbomber, das ist Quatsch, das stimmt nicht. Die Biber dürfen nicht direkt zum Loch laufen. Doch, einer ist schon mal direkt ins Loch gelaufen. Wie gesagt, das stimmt alles nicht. Wie wir es gerade mehrmals gesehen haben. Der fällt einfach runter. Der ist auch einfach runtergefallen. Der ist gerade ins Loch reingelaufen, habt ihr gesehen. Der ist einfach ins Loch runter. Beweg deinen Arsch, Mann! Dein Biber-Arsch! Das Spiel hat keine Regeln. Das Spiel hat einfach keine Regeln. Ich weiß nicht, wie es funktionieren möchte, wie es funktionieren will. Leute, das ist doch irgendwie. Wann soll denn das mal funktionieren? Wie lange sollen wir jetzt hier dran sitzen? Wie lange man hier eins und Vieh hinterher rennt. Tja, Leute. Ja, ich bin jetzt überfragt, ne? Wir probieren jetzt schon übelst lange hier. Das wird nicht besser. Es wird und wird nicht besser. Welcome to Bonus Stage. So, treibe alle Biber in die Grube. Drücke A, um zu springen, warum auch immer, und drücke B, um sie zu erschrecken. Warum soll ich springen? Warum sollt ihr in dem scheiß Minigame hier springen? Drei in den ersten 10 Sekunden, let's go! Ist wieder eine gute Partie hier. Yeah! Yeah!
Shit, Mann, du oller Scheißbiber! Yeah! Oh yeah! 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 Oh my God! Ja! Oh Gott! Komm schon! Scheiße, ist endlich vorbei, Alter. Boah, fürs Erste.